kein Wunder, wenn der KSC mit 1:0 führt und das nach 2 Minuten in der ersten Halbzeit. 5 sind jetzt schon insgesamt absolviert in der zweiten Hälfte. Man hat es eilig, hier diese Partie hinter sich zu bekommen. Es regnet immer noch, unangenehme Bedingungen und dieser Schock in der 47. Minute. Eine schöne Aktion von Künast in der Linksaußenposition. Er setzt sich durch und dann sieht er, dass Günther halbrechts völlig frei steht. Er passt Zentimeter genau hinüber und dann ein toller Schuss an den linken Innenpfosten flach und es steht 1:0 für den KSC. Ja, und das ist erstaunlich. Im Dortmunder Westfalenstadion machen sich 250 KSC-Fans lautstärker bemerkbar als die nun doch überwiegende Anzahl der Dortmunder Fußballfreunde. Eine Auswechslung hat es in der Pause gegeben. Uli Bitscher ist in der Kabine geblieben und für ihn ist Daniel Simmes gekommen. Ein junger Stürmer, der schon oft in den letzten Spielen für Dortmund, für Wirbel gesorgt hat. Und die erste Aktion von ihm hier vor einigen Sekunden, das war auch eine schöne Aktion über links außen. Ein Alleingang und dann ein Schuss aus 12 Metern Entfernung aus Spitzenwinkel ans Außennetz. Da hat er Pech gehabt. Aber der KSC, der kontrolliert das Spiel, weil die Mannschaft spielerisch wirklich besser ist. Das hat sich schon in der ersten Halbzeit angedeutet. Jetzt wieder eine Chance für Löw, der schießt aus 16 Metern Entfernung. Und dann hat Rüssmann noch den rechten Fuß dazwischen gehabt und es gibt einen Eckstoß für den KSC, für den Neuling, der gesagt hat vor diesem Spiel, oder besser, sein Trainer hat gesagt, diese Partie ist für uns richtungsweisend. Können wir uns im Mittelfeld festsetzen oder müssen wir mit dem Abstieg leben? Aber so wie es im Moment aussieht, da kann diese Mannschaft tatsächlich sich im Mittelfeld festsetzen. Eckball ausgeführt am Elfmeterpunkt, Kopfball, da ist dann nicht Immel an den Ball gekommen. Löw kann noch einmal nachschießen, wird aber in den spitzen Winkel gedrängt, flankt dann und dann ist André Egli mit dem Fuß nochmal dazwischen gewesen und noch einmal einen Eckball für den KSC. Man sollte eigentlich erwarten, dass Borussia Dortmund nach diesem Rückstand alles auf eine Karte setzt, dass man bedingungslos stürmt, aber davon ist bislang noch nicht viel zu sehen gewesen. Ganz im Gegenteil, der KSC setzt sich in der Dortmunder Abwehr fest. So, das war's zunächst aus Dortmund, zurück ins Funkhaus. 2 Tore in München, 3:1. Die Eintracht verringert durch Berthold in der 48. Minute. Und in Bielefeld ist auch ein Tor gefallen. Das schildert Ihnen jetzt Oliver Thoma. Es war das 2:1 für Borussia Mönchengladbach in der 47. Spielminute. Die Bielefelder hatten den Ball aus dem Strafraum zunächst einmal herausbefördert und Bernd Kraus kam in halbrechter Position 25 Meter vor dem Tor stehend dann an den Ball, hat einfach draufgehalten aus großer Distanz. Ja, und es war dann wirklich ein Sonntagsschuss, der im linken oberen Eck landete. Sicherlich unerreichbar für Wolfgang Kneipp. Und das ist die 2:1 Führung für die Gäste aus Mönchengladbach, die sicherlich auch das Ergebnis aus München gehört haben werden und sich gesagt haben, wir müssen hier noch einen drauflegen. Wir müssen hier unbedingt gewinnen, damit der Abstand zu den Münchner Bayern nicht noch größer wird. Und der beträgt ja ohnehin schon 4 Punkte. Aber es ist trotz des Regens und der grauen Atmosphäre am Himmel eine sehr farbige Angelegenheit hier in Bielefeld. Nicht nur wegen der Trikots der beiden Mannschaften, die Bielefelder in hellblau, die Mönchengladbacher ganz in rot. Und die Bielefelder kommen jetzt wieder hellblau nach vorne über die rechte Seite, Flanke rein und ganz knapp am Tor vorbei. Dieser Kopfball von Westerwinter und so bleibt es beim 1:2. Farbenfrohe Angelegenheit, auch unter den Zuschauern viel Gelb, die natürlich ihre Öljacken mitgebracht haben, damit der Regen hier etwas erträglicher wird. Aber den vergisst man möglicherweise sowieso bei diesem schönen, abwechslungsreichen Spiel. Sicherlich die beste Saisonleistung, die wir von den Bielefeldern bisher gesehen haben in der ersten Halbzeit. Aber die Gladbacher halten hier mit. Es geht hin und her. Offensivfußball wird geboten. Allerdings eine halbe Stunde lang standen die Abwehrreihen auf beiden Seiten eigentlich recht gut. In der 29. Minute fiel dann doch das erste Tor durch Ronny Borchers nach einem Freistoß von der rechten Seite. War zunächst Borchers am Ball gewesen, aber er schafft es dann nicht ganz. Dann Rautian mit einem Fernschuss, den Sude nicht festhalten konnte und Borchers staubte dann ab. In seinem zweiten Spiel für die Bielefelder macht er also sein erstes Tor und er hat sich natürlich darüber ganz besonders gefreut. Aber 3 Minuten später schon der Ausgleich durch Bruns, der Libero, auch heute wieder sehr viel in der Offensive zu finden. Praktisch ein Alleingang, den er dann mit einem Flachschuss zum Ausgleich für die Mönchengladbacher abschließen konnte. Ja, und das 2:1 Führungstor habe ich Ihnen ja
Gefahr für die Mönchengladbacher schon schildern können. 2:1 also der Spielstand, aber hier ist sicherlich noch alles drin. Fast 7 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Zurück ins Funkhaus. Weiter geht's in den Norden. Walter Jasper ist beim Spiel Werder Bremen gegen den HSV dabei. Hoffentlich bei besserem Wetter als hier. Ja, Kurt Brummer, ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen ist. Hier auf jeden Fall vor dem Spiel heftiger Regenfall, stürmischer Wind. Jetzt scheint allerdings die Sonne nicht nur hier am Himmel, sondern auch im Moment für den SV Werder. Denn vor etwa 60 Sekunden erzielten die Bremer die 2:1-Führung. Benno Müllmann war es mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Sollte vielleicht mehr eine Flanke sein. Dann kam der Ball aber so gefährlich, dass Uli Stein doch ein bisschen überrascht war. Rudi Völler wollte dann auch noch heran. Aber ich glaube, Torschütze war der Mannschaftskapitän des SV Werder, also Benno Müllmann. Und das ist sicherlich eine überraschende Führung für den SV Werder. Denn die Bremer hatten in der ersten Halbzeit erhebliche Schwierigkeiten mit dem so ersatzgeschwächten Hamburger SV. Bei den Hamburgern fehlen ja gleich 5 Stammspieler, nämlich Milewski, Schröder, Wuttke, Groh und Hieronymus, während auf Bremer Seite Thomas Schaaf nicht dabei ist. Felix Magath mit einem Freistoß passt auf die rechte Seite zu Manfred Kals. Der könnte dann gleich wieder flanken, wird angegriffen von Norbert Meyer. Nicht ganz einwandfrei, Freistoß für den Hamburger SV. Torentfernung etwa 20 Meter, 22 Meter. So hat Schiedsrichter Barmann aus Recklinghausen entschieden. 2 gelbe Karten in diesem Spiel für 2 Hamburger Spieler, für den jungen Christian Hofmeister und für Rolf, der ein sehr gutes Spiel gezeigt hat, aber dennoch eine sehr faire Begegnung. Freistoß jetzt ausgeführt von Manfred Kals, kommt eine Bananenflanke, dazwischen geht Bruno Petzai mit dem Kopf und so gibt es Eckball von der rechten Seite für den Hamburger SV. Dies ist der 6. in diesem Spiel. Die Hamburger hatten 2 Riesentormöglichkeiten in der ersten Halbzeit. 2-mal war es Thomas von Hesen in der 24. und in der 27. Minute, später in der 41. Minute, dann das 1:0 wiederum durch Thomas von Hesen. Eckball ausgeführt, nicht ungefährlich, Soler ist im Ballbesitz, gibt den Ball dann zurück auf Rolf, der in diesem Moment weit zurückhängt. Dann ein weiter Pass auf die linke Seite, diesmal aber Bremer Abseitsstellung und sofort auch anerkannt Freistoß für die Bremer. 1:0 also in der 41. Minute für den Hamburger SV. Da sahen die Bremer gar nicht gut aus mit einem Schuss aus kurzer Entfernung. Unhaltbar für Dieter Budenski, aber nur 2 Minuten später war es Uwe Reinders nach einem kapitalen Abwehrfehler von Abwehrspieler Bernd Wehmeier. Nutzte Reinders die Chance, schoss aus kurzer Entfernung. Auch hier hatte Uli Stein keine Abwehrmöglichkeit. Und dann in der 53. Minute, wie angedeutet, das 2:1 für den SV Werder durch diesen Schuss aus Spitzenwinkel von Benno Müllmann. So führen die Bremer also im Bremer Weserstadion vor 35.000 Zuschauern und in dieser zweiten Halbzeit ist das Spiel wesentlich besser geworden, vor allen Dingen auch auf Bremer Seite. Jetzt allerdings ein Fehlpass von Mannschaftskapitän Müllmann, so gibt es Einwurf für die Hamburger. Die Bremer haben ausgewechselt, in der 46. Minute kam der junge Günther Herrmann für Uwe Reinders, der nach seiner Verletzung doch erhebliche Schwierigkeiten hatte. Und Günther Herrmann ist ja ein Mann, der durchaus für Druck im Mittelfeld sorgen kann. Er hat das in den letzten Bundesligaspielen des Öfteren für den SV Werder Bremen gezeigt. Die Hamburger sind aber nicht ungefährlich. Vor allen Dingen immer dann, wenn Manfred Kals nach vorne geht auf der rechten Seite. Jetzt ist er beim Einwurf, gibt den Ball dann weiter zu Mark McGee, dem Schotten, der einige gute Szenen hatte, der ein Tor hätte machen können, dann aber Thomas von Hesen völlig frei sah, sofort abgab und dieser dann das 1:0 erzielen konnte. Das war also der erste Eindruck hier aus dem Weserstadion. 2:1 für Werder Bremen. Zurück ins Funkhaus. 55. Reich, das heißt 2:2 in Bielefeld beim Spiel der Arminia gegen Borussia Mönchengladbach. Und jetzt gehen wir ins Kölner Stadion. Ich bin ganz sicher, Jochen Hageleit, dass ihr da schon das Licht angemacht habt. Und dem ersten FC Köln ist ja auch vor wenigen Sekunden ein Licht aufgegangen. Es steht inzwischen 2:1 für den ersten FC Köln. Genau in der 51. Minute erzielte die Neuerwerbung Beins von Kickers Offenbach den 2. Treffer für den ersten FC. Aber es sah nicht gut aus vor 10.000 bei strömendem Regen im Müngersdorfer Stadion. Denn Fortuna Düsseldorf, das müssen alle 10.000 neidlos anerkennen, diktierten die erste halbe Stunde. Da lief der Ball schulmäßig durch die Reihen, da wurde 3-4-mal Doppelpassspiel gezeigt und da lief der Ball in den Reihen der Düsseldorfer wie am Schnürchen gezogen.
Und dann verdient in der 29. Minute das 1:0 für Fortuna Düsseldorf, als eine Linksflanke die gesamte Abwehr des 1. FC Köln passierte. Goldrichtig stand der Schwede am kurzen Pfosten und Holmqvist erzielte das 1:0 für Düsseldorf. Jetzt greifen sie wieder an. Fach ist schon im 16-Meter-Raum. Ein Schussversuch und dann abgewehrt zu kurz. Noch einmal Edvaldsson. Endstation Jimmy Hartwig. Er hat befreiend geklärt. Und in diesen ersten 30 Minuten hätte Düsseldorf weitere Tore erzielen können. Aber im Kölner Tor, da steht halt ein Keeper von Weltklasse. Toni Schumacher hielt einfach alles. 38. Minute, ein Tor, typisch Klaus Allofs. Er zieht ab mit einem Pass von Litwarski, dort wo er am gefährlichsten ist, aus halblinker Position. Ein satter Spannschuss, das 1:1. Und dann die letzten 10 Minuten im ersten Durchgang. Klare Vorteile für den 1. FC Köln. Auf einmal wurden sie wach. Da brannten sie ein Feuerwerk ab und trafen durch Bein und Hartwig bei herrlich herausgespielten Aktionen nur Pfosten und Latte. Und dann, wie gesagt, 6 Minuten nach Wiederbeginn. Bein wird angespielt. Die Abwehr um Gerd Zewe nicht im Bilde. Er schießt aus naher Entfernung, aus 5 Meter würde ich sagen, das 2:1, das nunmehr 10 Minuten im zweiten Durchgang immer noch Gültigkeit besitzt. Zurück ins Funkhaus. In Rio übertragen wir, meine Damen und Herren. Ich nehme an, dass wir eine kleine Leitungsstörung haben. Sie haben das eben nicht mitbekommen, nicht? Wir haben hier Rotlicht zugehabt, oder ist alles auf? Doch, ist alles klar. Also Maracana ist nicht, ist Kölner Stadion in Müngersdorf. Wir haben Probleme, aber ein Kollege von uns ist schon draußen und schaut nach, was mit der Leitung da zu machen ist.